Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 auf der Forcher Map. Jetzt geht's los mit dem Strohballen verladen. Bin mal gespannt, was funktionieren wird, wie ich das so vorhabe. Vor allem mit dieser Gabel statt mit dieser Rundballengabel. Ich mache das jetzt erstmal alles so schön aus der Außenansicht. Nicht, dass da doch noch irgendwie was passiert, aber ich muss vorher noch anhängen. Ich die beiden da lockern kann, nicht dass ich dann die ganzen Anhänger versuche reinzuschmeißen. So, Ablade-Seite, Auflieger, links, rechts, hinten, Auflieger, links, rechts, hinten. Ich mach das jetzt mal links. Abladen, Z, hoffentlich passiert da jetzt nichts. So. Das wird ein Spaß jetzt. So. Schon mal in Position bringen. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich klappt das generell, der Stroh reinzukommen. Also nicht, dass ich ja da Mist erzählt habe die ganze Zeit. Aber es klappt nicht. Bitte lass es funktionieren. Aha. Der erste zittert immer. Der weiß, was auf ihn zukommt. Hoffentlich funktioniert das mit dem Reinkippen. Ich glaube, das Frontgewicht müsste ich mal nach hinten machen. Nicht umkippen. Oh Mann, nicht umkippen, habe ich gesagt. Gut. Frontgewicht muss so eindeutig nach hinten. Ah, der Ballen ist noch drauf. So, bis ein Ballons reinkommt. Da bin ich mal gespannt, ob man hier auch Stroh reinkippen darf. Funktioniert sogar. Ich glaub's nicht. Das erste Geld verdient. Sonst hat immer nur Ausgaben. Jetzt habe ich aber meine Einnahme. War ja klar, dass der Örner noch runterfallen wird. Nicht abhauen, hier bleiben. Aber bis jetzt funktioniert es einigermaßen. Ich glaube, dass mir da mal einer runtergefallen ist. So, dass ich da fast umgekippt bin, weil ich das Frontrad natürlich noch dran hatte vorne. Aber bis jetzt funktioniert es. Andere Leute machen das vielleicht schneller als ich, aber jeder hat sein eigenes Tempo. Aber immerhin kommen jetzt die ersten Einnahmen, das ist schon mal los. Wenn es nur 295 sind,
Wobei, ich spiele ja auch auf Mittel. Schwierigkeitsgrad. Wenn es nicht so schnell geht in Sachen Geld verdienen. Denn die BGA, wenn man sie richtig füttert, kann ordentlich Geld abwerfen. Zumindest auf leicht. Das möchte ich hier nicht. Wie haben wir denn da schon drinne? 1000? 15.000 schon. Das muss was zu tun haben. Na gut, so ein Rundbein hat ja jetzt mal 4000 Liter. Aber ganz ehrlich, ich habe mir das schlimmer vorgestellt mit dem Bereichen. Aber noch bin ich ja nicht fertig. Noch kann ja einiges passieren. Passen eigentlich in diesen. Wie nennt man das? Fräse, Verteiler, wie auch immer. Passen eigentlich rein. Auf dem Standardplatz weiß ich aus mit 50.000 Litern. Oder da drüben auch noch Silage, die ich auch noch verdichten muss, wenn die da reinkommen. Ich glaube, irgendwas mit 50.000 passen da rein. Aber das sehe ich ja dann, wenn das Maximum erreicht ist, erstmal verarbeiten kann. So, ein bisschen Licht anmachen. Langsam wird es dunkel. Es gibt immer jemanden, der nicht möchte. Aber alle beiden müssen da rein. Auch diejenigen, die abhauen. Liter und nur noch 4 Beine. Bis jetzt halte ich mich gut. Schön, dass du noch von alleine reingefallen bist. Also ich bin mal auf die erste Tagesrechnung gespannt, die da ja bald kommen wird. 3 Stunden, 15 Minuten. So,
Ein Ball noch. Das hat alles funktioniert. Also, sei auch du ein braver Ball, nur funktioniert du auch. Gut, hier passen sogar mehr als 50.000 Mal. Aber alle Ballen geschafft. Zeit zum Luftholen. Haben wir denn da schon ein bisschen Gärriss drin? Ja, ein bisschen was ist drin. Können wir oben auch reinsteigen oder reinklettern? Na, geht nicht. Hätte ja funktionieren können. So, in der Zeit, wo die verarbeitet wird, kann ich ja schon mal ein bisschen was. Mal, dass da ist. Ah. Sag mir das doch mal jemand, dass da ein Werkzeugkabel in der Kasten steht. Interessant. So, aber wie es gehört. Von da nach oben, Kabel nach unten. Schau, ich dann hier verdichten kann, ob ich jetzt besser verdichten kann. Aber sieht nicht so aus. Geht immer noch langsam hoch. Wie gesagt, dafür bräuchte ich wahrscheinlich was Schwereres, damit es dann besser verdichtet wird. Oder vielleicht sogar eine Zwiebelschild. Zumindest die Walze da vorne. Sich erst ein bisschen besser verteilt und so weiter. Aber komm, 12% noch, die schaffe ich auch noch irgendwie schnell. Noch 10, noch 9. 8. 7. Prozent nur noch. Kann ich das hier auch schon mal abdecken? Kann es auch schon mal vorbereitet werden. 4%. 3, 2, hab's doch gleich. 1 und 100%. Ist noch nicht gerade der schönste Silagehaufen, aber für den Anfang reicht es. Und zudecken. Dann muss ich nur noch die Silagegabel holen von dem Feldturm. Ein Raucher huste gerne mal. So, du bist schon am Arbeiten. Hier ist der erste Gärreste drin. Das heißt, ich kann mir dann bald einen Tankwagen holen, der es dann hinten aus dem Playwerk bringt. Dann das erste Flüssiggas herstellen. Und auch das erste Wasser für die Schafe, wenn ich mir dann welche zulegen werde. Ich denke mal, den Tankwagen werde ich mit dem Vent da vorne holen. Der hier mit dem Frontliner bleibt erstmal hier stehen. Die Gabel wird die auch irgendwie hier hochkriegen. Aber das sehe ich ja dann. Ich bin jetzt erstmal froh, dass die BGA jetzt erstmal gefüttert ist, dass wir jetzt so langsam vorankommen in Sachen Stromerzeugung oder Energieerzeugung. Von daher machen wir jetzt erstmal Schluss. Folge ist ja nicht so lang. Aber gab ja auch nicht viel zu sehen, außer eben Ballen verladen, was geklappt hat, ohne größere Zwischenfälle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.